Ahoi und willkommen zu dieser bitterlich kalten Novembernacht in den arktischen Gewässern. Und wir sind hier auf einen wunderschönen Konvoi gestoßen, der schon ein bisschen aufgescheucht wurde. Und wir haben die Möglichkeit, hier alles platt zu machen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ah, richtig toll hier. Die SS Siddishtol. Rohr 4 geladen. Was haben wir denn hier noch? Noch ein Amerikaner. Die Frederick W. Galbraith. Halbe Fahrt voraus. So, die dürften uns aber nicht hören. Wir haben das erste Schiff von. Schon versenkt. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Auf den Spruch bist du mal gekommen, als du im Gleis eine tote Taube gesehen hast, in der eine leere Flasche Jägermeister lag. Ein letzter Wille, sterben mit Promille. Ah, da ist ja noch einer. Die James Guthrie. Oh, Guthrie. Drei Frachter, die nehmen wir mit, wa? Ja, die zählen auch wunderbar. Hier herrscht ja das blanke Chaos. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Rohr 4 bewässern. Man nennt ihn auch Aquaman. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ist es eigentlich mal jemals aufgeklärt worden, wie es dazu kam? Und ist es überhaupt bestätigt, dass er wirklich perdu ist? In Kübelböck? 1,1 Kilometer. Naja, 30 Knoten, 89%. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloy. Was haben wir denn da? Ja, das ist aber... Ist das eine Nelson-Class? Oder ist das eine County-Class? Ob das eine Nelson ist, ne? Boah, der ist aber auch fies. Das war halt der einzige DSCS-Teilnehmer, der den Absprung über die Toten nur Gutes, bitte, ja. Der ist einfach abgetaucht. Ihr seid ja richtig mitfühlend heute. Los! Was bist du? Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ich brauche ein Schlachtschiff. Torpedo-Einschlag. Ja, 6000. Guten Norweger. 20 Sekunden. Tja, das Land ist gefunden. Weiß man nicht. Ja. Meldet sich ja nicht mehr. Und zersiebelt. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Den können wir auch noch problemlos kriegen. War halt ein One-Way-Ticket. War jetzt halt so mies, ne? Keine Gnade für die Toten.
Wieso zur Hölle fehlt mir ein Mann? Kleine Fahrt voraus. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Corvette, 215 Schneller. Grad. Ja, den will ich auch noch mitnehmen hier. Ah, Torfrose brauchst du Ewigkeiten. Ne? 900. Die gehen gerade ohne. Rohr 3 bewässert. Die drehen sich. Wie machen wir das am besten? Gute Arbeit, Männer. Yay! Ihr seht es doch, es versenkt. So, wenn die jetzt wieder schwenken, dann wäre der richtige Zeitpunkt gekommen. Ah. Eigentlich haben wir den optimalen Zeitpunkt verpasst, ne? Na egal, was soll schon passieren. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Aber du kannst da hin. Es ist eine County Class. Es ist keine Nelson. So ein Kreuzer, kein Schlachtschiff. Ne? Schade. Boah, das lese ich nicht vor, sorry. Nope. Das gibt nur Probleme. Was cruisen da hinten noch rum? 30 Sekunden. Ah, das ist eine Daido-Class oder was? Hier noch ein C3. Oh, hier sind aber echt viele C3 unterwegs hier. Ah, geradewegs noch erwischt hier. Gerade noch erwischt. Jetzt gibt nur die Nelson, ne? Als Schlachtschiff. Kirov, Daido, County. Sind halt alles. EDM3 Geschütze hinten. Ich hoffe, die springen vom Bord. Okay, die sinken noch nicht. Die sind weg. Cool. Oh, was ist mit dir? Rohr 4 bewässern. Rohr 4 bewässert. Was dreh dich? Diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloy. Full Speed. Los. Ciao. 60 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 30 Sekunden. Wird erledigt, Herr Kaloy. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Beides mit Magnetzünde. 20 Sekunden. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässert. Rohr 1 bewässert. 10 Sekunden bis 1. Ah, komm schon.
Yes. Schöner Treffer. Und tschüss. Haben wir denn? Ah, 38.000. Rohr 4 geladen. Maschinenstopp. Alle Maschinen stopp. Ja, kurz Quicksave, Leute. 25 Grad. Da geht's ja gerade echt von ab. Sieht aus wie chinesisches Neujahrsfest. Ajo. Los. Und ihr wollt wohin? Pedro ist auf halbem Weg. 20 Sekunden. Echt jetzt? Fehlschuss. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloy. Rohr 1 geladen. Eine. Den kleinen Frachter. Schwere Schäden. Ah, toll. Die T5 und ihre eigenen Willen. Nee. Komm schon. Und weg damit. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Yeah. Ich glaube nicht, dass die das Feuer hier noch gelöscht kriegen. Ja. Die hatten doch schon drei Schiffchen vor der Nase. Ja. Was die Logik hinter dem T5 da ist, keine Ahnung. Ja. Er hat sich ja zwischendurch ein paar Mal umentschieden. Dumm Dinger. Da ist noch ein C3 Frachter. Auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Und ein C3, und ein C3. Ja, dann gucken wir mal zu, wie die hier abfackeln, ey. Die Schroppfeier. Kommt, geht unter. Ja, Feuer breitet sich ein wenig aus. Aber den hier hätte ich auch noch gerne. Große Fahrt voraus. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Packen auch gerade ab. Ja, wenigstens gehen sie unter. Dann war die 2 T5 ja nicht ganz verschwendet. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Gute Arbeit, Mädel. Sie gehen unter. Was denn die hier? Jo.
2000 gibt's für den Kreuzer. Oh. Muss man ein ernstes Wörtchen mit dem Kanzler reden. Ne? So geht das ja nicht hier. Nein, ja. Beißt er uns mit lächerlichen 2000 ab. Ja. Mal gesehen, was für ein fetter Kreuzer dann war. Ja, das andere U-Boot hat Spaß mit Wasserbomben. Ne? Naja. T3. Bin ich noch mehr an Bord? Jetzt haben wir jetzt das Magazin. Inaktiv. Es sind doch noch welche. Ja, jetzt aber mal zügig hier. Oder sagen, wir haben doch 6 T5 an Bord gehabt. Ja, die sind hoffentlich weit genug gesunken. Aber das Gute ist, die ganzen Gleitschiffe sind so weit weg, dass wir hier mit äußerst großer Fahrt hier einfach durchsensen können. Ne? Voll cool. Also 600 Meter, 84. Der Winkel wird besser. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Wenn er jetzt mal so langsam am Start wäre, können wir ihn sogar noch losschicken. Ne? Naja, bei dem Zickzack-Kamikaze-Touren, die die T5 machen, ist es schön nachvollziehbar, von wo der Schuss kam. Lautstärke. Ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein Country-Class-Kreuzer leiser ist als so ein dummes Frachtschiff, was hier so 10 Kilometer entfernt ist. Moin, Basin Juga. Hallo. Jetzt aber raus damit. Die gelten als gesunken, wollen aber irgendwie nicht untergehen. Naja. Einen wunderschönen wünsche ich ja. Wie geht's, wie steht's? Was haben wir denn als nächstes? Der ist weit weg, oder? Lohnt sich das eher, die da Platz machen? Müssen wir gleich mal gucken. 10 Sekunden bis Einschlag. Er ist da. Boah. Der hat aber richtig gezogen. Ne? Alter Verwalter. Eine richtige Nackenschelle hier. Doch, das war so. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. So, was lohnt sich denn? Was ist hier hinten eigentlich los? Ne? Da ist noch eine Liberty. Da sind noch welche. Die haben da richtig Spaß. Jetzt zieht nicht mehr. Ist die Frage, nehmen wir den auseinander und jiggern darum? Oder nehmen wir den auseinander und jiggern darum? Oh, die sind auch schon weg vom Fenster. Ja, komm. Kannst du auch mal eben senden, wa? Wir werden sowieso die Funksprüche entdecken. Aha. Das ist jetzt die Frage. Was ist denn näher dran? Wasserbomben. Beträchtlich als 2. 2, 6. Rohr 3 geladen. Ja, wir gehen nach hier oben. Schadensbericht. Was ist passiert? Oh. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Schusslösung. Ups. Äußerste Kraft. Sorry. Und Gerät
Verdammt. Ventile sind beschädigt. Ja. Ups. Oh, du rennst mal hier. Bauchrose. Na, jetzt zieh durch. Ja, oder? Alle Maschinen. Ja, verdammt. Ja. Ups. Ups. Na, ich wollte es nur ein bisschen spannender machen. Ist zum Feuerball jung. Kann mich schon vorstellen, je größer, umso dumpfer, je kleiner, je schriller. Ja, aber die haben ja noch nicht mal eine Mindeststrecke. Die entscheiden sich ja direkt aus. Die entscheiden sich ja direkt, wenn man die aus dem Torpedorohr rausballert. Hab ich den Leuten ja auch mal geholfen. Ja, wunderbar. Hier rette mal einer hier Habo. Der geht gleich unter, der Arme. Schmeiß mal einer hier Lenzpumpe an, ne? Na, zum Glück nur zwei Wassereinbrüche, vier Verletzte. Das geht schon. Na, die werden hier schon versorgt. Das geht ratzfatz mit den beiden hier. Nicht weit genug weg sein. Ich erwarte Ihre Befehle. Hier machen wir Medical Aid. Und da wird noch einer gerade hingetragen. Ey, ja, die gehen eigentlich immer auf die Schrauben. Ne? Kann sich mal einer um Torfrose kümmern? Okay, Torfrose geht's wieder. Body Harbors Zustand. Ja, Body Harbor hat sich ein Bein gebrochen. Na, wunderbar. Oh, Torfrose erholt sich gerade. Du gehst da wieder hin. 20 Meter. Jo. Lenzpumpe läuft. Alles halb so schlimm, Leute. Luftzielseerohr repariert. Herr Kaloin? Ja, repariert das Ding mal. 10 Meter. Ja, die guten Ventile hier. Oh, wir brauchen das Hydrofon. Andere ist nicht so wichtig. Mal, Leute, mach mal hin. Herr Kaloin. Torfrose. Mord repariert schon. Da wird auch repariert. Was ist denn noch? Geringer Schaden. Glühbirne. Ventile repariert und dicht. Ja. Reparier mal erst die Torpedorohre. Und du wechsel mal die Glühbirne aus. Ich erwarte Ihre Befehle. Den Ersatzteile benötigt. Nicht so schlimm. Zack, Licht ist auch wieder da. Wunderbar. Ich erwarte Ihre Befehle. Okay, können wir das nur von außen machen oder was? Scheint so. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja. So, wie sieht das hier aus? Diese Koordinaten setzen.
Wunderbar. Du gehst in die Schadenskontrolle. Du horchst mal ein bisschen. Alles gefixt, gar kein Problem. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Bugrohre wieder einsatzbereit. Super. In beträchtlicher Entfernung. Corvette 220 Grad. Rohr 1 bewässert. So wie optimal. Raus damit. Los. Empire Seal. Schusslösung. Weg damit. Schusslösung. 10 Meter. Ups. Naja, kann ja mal passieren, ne? Oh nein, meine Maus fängt an zu blinken. Oh nö. Oh nö. Naja, habe jetzt sogar ein paar Akkus. Oh nein, U984 wurde versenkt. Oh nö. Wieso? 30 Sekunden. Wieso? Wieso waren sie nicht besser? Nee. Die hatten es halt nicht drauf. Was soll ich dazu sagen? Auch ziemlich weit hinten, ne? Aber Volltreffer. Schönes Ding, du. William H. Wilmer. Ja, der Konvoi lohnt sich richtig hier. Das ist auch ein C3. Rohr 3 bewässern. Ah, gehen wir auf 8,5. Machen wir Magnetzünder. Wir drehen uns noch ein bisschen in die Richtung. Warten noch mal etwas, bis der näher kommt. Und. Los! Ciao. So. Die werden ja wohl untergehen. Wir haben nicht mehr so viele Torpedos an Bord. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. 40 Sekunden. Da geht nämlich voll auf die Schrauben. Bam. Und der nächste, der sinkt. Nochmal wieder 12 Funktelegramme. Was ist denn noch? Funkraum. Zehn Ersatzteile verwendet, ja. Aber irgendwie will ihn keiner reparieren hier. Rohr 1 geladen. Was machst du? Ah, jetzt. Hier, wunderbar. Wäre schön, wenn wir gleich nämlich noch senden könnten. So, die gehen hoffentlich auch runter. Nice. Und die sind auch weg. Ja. Die werden so schnell produziert. Da kommen wir gar nicht mit dem Versenken hinterher. So, oh, wie es hier mit dem Konvoi weitergeht, Leute, erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Ja, wir haben das Malheur hier fast wieder ausgebügelt. Wir könnten theoretisch auch direkt nach Hause teleportieren. Wir haben nicht mehr viele Torpedos an Bord. Drei Stück vorne, einer hinten. Na okay, vier Schiffe. Wären theoretisch noch möglich.
Aber natürlich auch die Gefahr, dass die Begleitschiffe uns entdecken, jagen und vernichten. So, das hier steht wieder auf 30%. Wunderbar. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer Gerd Lorelei, Sascha Teves, ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde, Killer Wotan und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.